eigentlich sollte das was sein, auf das man nicht so wirklich stolz ist, weil das ist jede Menge Müll. Aber das letzte große Video ist ja auch schon wieder ein bisschen her und wir gucken heute mal da rein. Bei den meisten Sachen weiß ich es noch, aber es sind auch viele dabei, da weiß ich es nicht mehr. Und ein Großteil ist ja schon als Short rausgekommen, aber es gibt halt doch immer noch Leute, die die langen Videos lieber schauen. Und deswegen legen wir los. Da ist schon viel Zeug drin. Die hier habe ich leer gemacht, mit der war ich nicht so zufrieden, muss ich sagen, weil also auf dem Gesicht hat die nicht funktioniert. Ich habe aber auf dem Gesicht jetzt fürs Gesicht eine neue gekauft, speziell fürs Gesicht. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber die hat so einen ganz komischen Film. Auf der Haut ist sie mir auch irgendwie zu fettig. Ich weiß auch nicht. Leider ausgelistet von No. Den mochte ich richtig gerne. Gerade wenn du juckige Stellen am Rücken gehabt hast. Und ich habe halt meistens immer so vom BH immer so eine juckige Stelle. Und ausgelistet war, gibt es nicht mehr. Offensichtlich nicht so gut angekommen. Was auch ausgelistet ist, die gibt es nicht mehr, diese Niacinamid Body Cream. Die war richtig schlecht. Also, die ist Standard bei mir jetzt inzwischen. Ich habe eine neue schon wieder da. Die funktioniert für mich. Lustigerweise, die blättert nicht von der Haut, aber sie sagt immer abblättern. Das ist so, die Haut wird so schuppig bei mir von den Sanozon-Produkten fürs Gesicht. Die macht das nicht. Die hellblaue macht das schon. Daher kaufe ich seitdem die etwas günstigere, also die gelbe. Wo da jetzt genau der Unterschied ist, ich habe keine Ahnung. Gebe ich zu. Was ich echt blöd durchdacht fand. Also ich bin für jedes Kopfhautprodukt hyped, muss ich sagen. Aber ein Kopfhautprodukt zu machen mit einem Sprühkopf ist schon mal blöd. Da kommt normalerweise so ein Applikator drauf, mit dem man dann Strähne für Strähne auftragen kann. Aber kein Sprühkopf. Und mit dem Sprühkopf konntest du das halt gar nicht so bearbeiten. Ich habe es mir dann irgendwann auf dem Hals aufgetragen, damit es leer wird. Oh, jetzt die traurige News. Oh, den habe ich echt geliebt. Ich werde mir den irgendwann nachkaufen. Die Bayer und Söhne Produkte, die sind halt mal auch richtig, richtig gut. Na, das ist der Cleanser gewesen. Ist richtig gut gewesen. Leer gemacht habe ich dieses Acelensäureprodukt von No. Mochte ich überhaupt nicht. Ich bin im Clinch mit diesen fettigen Produkten, muss ich sagen. Ist nicht so mein Fall. Ich hätte einfach so von der Haut her, das klappt bei mir nicht so. Dennoch probiere ich nur Produkte, weil ich bin ein Fan von No, muss ich sagen. Gibt es aber wenige Produkte, die ich bis jetzt danach gekauft habe. Leer gemacht im alten Outfit. Solange sind die Sachen da schon drin. Das Calming Serum. Ich werde mir jetzt, wenn das Serum von Müller leer ist, mal ein neues kaufen. Vor kurzem gab es irgendwie auch keins. Aber da ist ein Ceramid drin. Oder sind zwei drin? Ich glaube, es sind sogar zwei drin. Und die sind immer noch drin, Gott sei Dank. Weil manchmal ist es so bei den Unternehmen, sie verändern die Optik, also verändern sie auch so ein bisschen den Inhalt. Aber diesmal auch leer gemacht und nachgekauft, altes Outfit. Auch Isana hat es verstanden, man muss ab und zu mal die Outfits von den Produkten ein bisschen erneuern. Und das sieht so ein bisschen wie so ein, könnte ein Desinfektionsspray sein, oder? So, keine Ahnung, so für Oberflächen. Kommt meiner Meinung nach nicht so als Gesichtspflegeprodukt rüber. Ich mag immer noch nicht diesen Applikator. Sprühkopf, super Sache. Ich habe gerade von Geek & Gorgeous diesen Liquid Hydrator. Und der hat so einen Sprühkopf und ich liebe das total. Also bei mir macht es echt was aus, was da für ein Applikator drauf ist. Aber dennoch ist es ein gutes Produkt und ich habe es nachgekauft.
Anfänglich hatte ich so meine Schwierigkeiten damit, da hat meine Haut das irgendwie nicht so akzeptiert. Baby Dream Creme könnte ich mir mal wieder nachkaufen, aber ich möchte mir jetzt als nächstes mal wieder die DM Balea Med Urea Creme kaufen. Die habe ich jetzt schon länger nicht mehr parat gehabt. Wirklich, das Zeug ist wirklich schon lange da drin. Hier haben wir alles alte Outfits. AHA Peeling, das hat sich für mich nie durchgesetzt, denn in so vielen Produkten ist Niacinamid drin und ich habe mir das mit dem Gedanken damals gekauft, da gab es mein Waschgel nicht. Kaufe ich so und ein normales Waschgel, aber ich habe das voll lange mit mir rumgeschleppt. Richtig, richtig lange. Dann mal wieder leer gemacht. Ich liebe Säuren, muss ich wirklich sagen. Ich habe sogar zwei leer gemacht. Bei dem neuen Outfit, BHA. Und ich nehme das günstigere für die Kopfhaut. Auf dem Gesicht mag ich das nicht. Da mag ich die Formulierung nicht. Das ist voll glitschig. Auf der Kopfhaut juckt mich das überhaupt nicht. Und auf der Kopfhaut funktioniert das für mich echt mega gut. Auch nochmal ein Miyuki-Produkt. Die haben es halt irgendwie nicht so zum Vorstellen geschafft. Das ist ein Shampoo mit ganz guten Inhaltsstoffen gewesen, aber dennoch hatte ich meine Schwierigkeiten damit, also was die Reinigung betrifft. Würde ich mir jetzt auf jeden Fall überhaupt nicht nachkaufen, weil ich einfach mit meinen Shampoos, die ich jetzt so verwende, ganz cool bin. Es ist halt so ein extra Goodie gewesen, was ich mir zu dem Sonnenschutz dazu geholt habe. Ursprünglich wollte ich es vorstellen, das hat es leider nicht so geschafft. Hier mal Shampoo. Die mag ich halt echt gerne. Ich noch ein Shampoo. Isana für jeden Tag. Isana Med. Jeden Tag würde ich das nicht anwenden. Ihr wisst, ich habe das jetzt schon super, super lange und habe hier noch zwei Flaschen rumstehen. Jeden Tag würde ich so mit gemischten Gefühlen sehen, weil SLS drin hat und das ist ja schon ziemlich harsch und wenn du mit dem jeden Tag deine Haare waschen würdest. Es gibt noch diesen Tipp, den fand ich ganz cool, den habe ich mal von der Friseurin. Wenn du wirklich jemand bist, der jeden Tag die Haare waschen muss, versuche dein Shampoo runter zu verdünnen. Nimm eine leere Flasche, tu ein bisschen Shampoo rein, Rest Wasser. So kannst du dich so ein bisschen austricksen, ne? Weil wenn du jeden Tag waschen tust, dann verbrauchst du halt auch viel Shampoo. Das fand ich gar nicht gut. Also da hat, also Ceramidizin bei mir, ne? Also da ist ein Ceramidkomplex drin. Ich mochte den Duft nicht. Das Shampoo hat auch gar nichts für mich getan. Null. Ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, das zu holen. Ich glaube, ich werde jetzt echt mal wieder bei Face Theory bestellen. Ich habe mein letztes Face Theory Produkt jetzt endlich leer gemacht. Das habe ich ewig mit mir rumgezogen. Wisst ihr aus welchem Grund? Es war relativ teuer. Das ist dieses Retinoa. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, sparsam und so. Und dann habe ich festgestellt, ups, das habe ich schon echt lange. Ich bin ganz froh, dass ich es jetzt leer gemacht habe. Das hat auch so einen Pump-Mechanismus. Ich finde die richtig gut. Aber das macht halt das Fläschchen gleich immer richtig ein bisschen teurer. Aber dennoch, das haben die richtig gut hingekriegt. Retinol-Produkte, da teste ich mich immer ein bisschen durch. Ich glaube, ich werde mir echt mal eins von Bayern Söhne holen, aber die sind halt teuer. Da ist auch schon mein Balea Beauty Expert Peeling Cleanser. Ich werde jetzt für euch mal den von Rossmann testen. Ich habe den zwar noch da, aber jetzt kommt man der von Rossmann dran, weil die haben auch was rausgebracht. Der soll schon so ein bisschen dünnflüssiger sein. Und vielleicht mache ich so ein Vergleichsvideo. Muss ich mal gucken. Es wäre ja eigentlich echt cool, weil ich habe ja beide Produkte da, dass ich die einfach mal miteinander vergleiche. Vielleicht mache ich auch so einen Trio-Vergleich. Mal schauen. Mal schauen. Trio-Vergleich, also mit dem No-Produkt dann auch. Weggeschmissen. Und das rate ich euch halt einfach auch. Habe ich das hier. Das ist einfach schon zu lange auf. Und gerade so Mascara oder so. Ich bin kein Mensch, der eine Mascara nach 6 Monaten. Aber wenn die dann mal über ein Jahr bei mir ist,
da wird sie dann schon ausgetauscht. Und bei Cremeprodukten ist es halt schon auch so, die Sachen gehen halt mit der Zeit kaputt. Und gerade mit so Sachen, wo du halt wirklich ans Auge gehst, passt damit auf. Weil du kriegst manchmal auch nicht mit, dass ein Produkt gekippt ist. Weil, na, der riecht auch nicht mehr so hundertprozentig gut. Also Geruch ist schon ein richtig starkes Indiz. Was aber auch ein starkes Indiz ist, ist halt so die Konsistenz. Wobei man da halt schon auch oft vergisst, wie das so ist. Weil man sich ja eben an das Schlechtere immer weiter dran gewöhnt. Man merkt es immer erst, wenn man sich dann ein neues gekauft hat, dass es eigentlich so sich komplett verändert hat. Beste Zahncreme von Welt, wo gibt, wenn ich die immer finde, kommt die immer mit. Manchmal ist die halt einfach auch ausverkauft. Bei meinem letzten Rossmann-Besuch, ich habe jetzt ein Deutschland-Ticket und mit dem Deutschland-Ticket fahre ich halt dann nach Ravensburg und bezahle halt nicht mal extra irgendwie Portokosten. Gab es nicht. Ich liebe dieses Waschstück halt wirklich. Ich mag das von TM Magnum. Das auch nicht. Das finde ich einfach irgendwie besser. Und die habe ich halt auch immer irgendwie da. Bei der gibt es ja wirklich mega gemischte Gefühle. Auch altes Outfit immer noch. Ich glaube, die ist nie aus dem Sortiment gegangen. Aber die gab es ganz lange nicht. Da muss irgendein Inhaltsstoff drin sein, der irgendwie nicht zur Verfügung stand. Kaufe ich nicht nach, aber von der Linie, die Urea. Ich bin mit dem Hautgefühl, das mochte ich nicht. Auch das Isana BHA Peeling. Ich habe jetzt nur eins im alten Outfit geholt im Laden. Aber das hat auch das Outfit geändert. Wenn ich Balea nicht da habe, dann habe ich meistens das Isana da. Das lässt sich ein bisschen besser auftragen, weil eine Pipette drin ist. Das ist besser für die Kopfhaut dann. Aber ich wechsle mal ab, mal hier, mal da. Ist halt echt eine gute Sache für die Kopfhaut, wenn du Probleme hast. Probier es echt mal aus. Es ist für viele immer noch komisch, Gesichtsprodukte auf den Kopf aufzutragen. Aber warum nicht? Denn da sind wir nämlich... Auch hier habe ich nochmal ein altes Produkt mit alter... Optik bekommen im Laden, denn das hat auch das Drumherum geändert. Das Age Performance Serum verwende ich meistens nicht im Gesicht, sondern auf der Kopfhaut. Ich trage mir das dann auf und tue das so auf den Fingerspitzen verteilen und dann gebe ihm auf die Kopfhaut, denn ich habe halt einfach schnell fettende Haare und das ist halt ein Indiz, dass die feuchtigkeitsarm sind. Und das ist halt, ihr merkt einen Teufelskreislauf, wenn du zu oft deine Haare wäschst, dann wird es halt immer schlimmer und nicht besser. Deswegen greife ich gerne mal ab und zu solchen Sachen. Und es kostet immer nur 5 Euro. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Dieses Öl war nur kurz im Sortiment. Ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen, so lange liegt es da schon drin. Ich fand es, glaube ich, nicht so gut. Es war zu flüssig. Ich bin eh jemand, ich mag halt lieber dann so Produkte, die so ein bisschen zäher sind, wie das von Bayer und Söhne. Und je flüssiger das wird, desto weniger mag ich es. Nie wieder nachgekauft von Catrice diesen Hyaluron Niacinamid Booster oder Serum halt einfach. Es haben sich einfach für mich bessere Produkte rausgestellt. War ein Oldie but Goldie bis jetzt bei mir, weil daran ist nichts auszusetzen. Aber ich glaube, ich weiß auch, ob ich das nicht mehr gekauft habe, weil der einfach mit meinen Sonnencremes, die ich im Gesicht auftrage, nicht performt hat. Ne? Also das ist halt schon so eine gelige Textur. Und immer wenn du sowas Geliges hast und Sonnenschutz noch oder vielleicht sogar Make-up aufträgst, kann dir das halt wirklich vom Gesicht runterrollen. Und das war, glaube ich, die Schwierigkeit daran. Auch weggeschmissen. Schade. Aber so ist das halt manchmal mit Naturkosmetik. Manchmal ist so gerade cremige Kosmetik einfach zu alt. Und trag dir das nicht weiter auf dem Gesicht auf. Du tust dir keinen Gefallen. Allein hatte ich jetzt, glaube ich, schon so 4 Jahre. Ich erschrick selber daran. Und das Produkt gibt es auch schon gar nicht mehr. Also er riecht nicht schlimm, aber der hat sich in
der Art, wie er funktioniert, performen soll, komplett verändert. Ah, da haben wir nochmal eine Zahncreme. Ich muss da manchmal, wenn es meine Lieblingszahncreme nicht gibt, auf andere ausweichen und die mochte ich leider gar nicht. Aber sie war ertragbar. Das ist die von Happy Brush. Aber ich war froh, als ich dann wieder die andere hatte. Naja, kennt ihr die? Kommt ihr mit der gut zurecht? Könnt ihr ja gerne mal schreiben. So, dann haben wir hier, der hat mich ganz lange begleitet, aber das hat jetzt einfach auch alt schon. Ich glaube, ich würde mir den sogar wirklich nachkaufen. Den habe ich von der Sarah bekommen, den Kopfroll-Stick von Primavera. Kann ich schon super krass empfehlen. Ich schmeiße ihn schon weg. Denn das wirkt schon super gut entspannt, wenn du Kopfschmerzen hast. Direkt ein bisschen Kosmetik dieses Mal aussortiert. Concealer habe ich den leer gekriegt? Nee. Leer gekriegt habe ich ihn nicht, aber das ist halt wie gesagt so ein Ding, so Cremeprodukte, hebt die nicht so lange auf, ne? Du tust dir keinen Gefallen, absolut nicht. Das ist von Lavera. Würde ich nachkaufen, aber ich habe keinen Zugriff zu dekorativer Kosmetik hier, außer wenn ich wieder mal in Ravensburg bin, weil mein DM hat kein Lavera als Deko-Kosmetik. Aber Alverde hatte, und das ist so ein Produkt, das ist wirklich so ein Oldie but Goldie. Das kennt man doch schon gefühlt ewig. Und das ist tatsächlich ein Produkt, was ich regelmäßig verwende, weil ich einfach schon graue Augenbrauen habe. Und die relativ schnell grau geworden sind. Also gerade die hier ist ganz übel. Und von weitem sieht es immer so aus, als hätte ich keine Haare mehr. Und wenn ich das ein bisschen schöner hinrichte, ist meistens das Produkt immer im Spiel. Und bei dem kann man sich sicher sein, was eben Naturkosmetik ist. Das ist kein Mikroplastik im Spiel. Wobei halt Naturkosmetik meistens nie so geil performt wie andere. Die hatte ich super lange. Und dann habe ich mal so zurückgerechnet, wie lange ich die hatte. Ah ja, schon so über 2 Jahre. Und dann dachte ich mir, hey, muss die jetzt wegtun. Und dann durch zwei von Alterra aus gewechselt worden. Ich fand die aber auch nicht so mega gut. Oh, Beier und Söhne. Ich bin hyped. Das ist Retinol von Beier und Söhne. Ich will ein bisschen groß kaufen, aber kostet halt echt, glaube ich, ein Fuffi oder so. Aber das ist so gut. Das ist richtig gut. Und was eben auch so geil ist, vielleicht hole ich mir das echt mal für den Winter oder so. Die Day Shade. Und ja, die kleinen Spenders, die sind doch echt süß. Ich habe das nicht umsonst bekommen. Das sind Proben, aber das sind Proben, die man kauft. Ja. Leer. Ich habe gedacht, das ist eigentlich mehr, aber hält sich wieder im Rahmen. Dennoch ist es wichtig, wenn man sich Produkte kauft, macht euch einfach bewusst, wenn ihr die kauft, macht die auch leer. Stellt euch nicht alles voll. Mir passiert es auch ab und zu, dass mal was kaputt geht, aber der Fokus ist bei mir immer aufs Aufbrauchen. Denn macht euch bewusst, ihr macht nicht nur Müll, sondern die Produktion des Produkts war halt im Endeffekt dann auch umsonst und ihr schmeißt dann das Produkt auch weg. Und ja, bei dekorativer Kosmetik passiert es mir halt auch wie, ne, und Mascara. Aber das hält sich bei mir dann eben auch in Grenzen, weil ich einfach wenig geschminkt bin und wie oft kaufe ich eine Mascara? Na, also eher selten und das Produkt habe ich mir jetzt erst nachgekauft von einer anderen Marke von Rival de Lupe. Keine Ahnung, wie gut das ist. Das kriegt er dann in einem Style-In-Talk gesagt. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.